Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich ein VK3002M Replay bekommen von Game is Broken. Habe ich einfach deswegen auch jetzt mal gezeigt, weil es immer heißt, ja, du zeigst dir nur noch High Tier. Und dann dachte ich mir, ja gut, 6er, 5er Gefecht auf der Karte, White Park bietet sich an und die Basiserfahrung, die ist sensationell. Also von dem her sollte uns doch da ein schönes Replay erwarten. Dann sind wir jetzt mal sehr gespannt, was er da so reißen wird. Und natürlich, wo er hinfahrt. Meistens mittlerweile hat sich hier so eingebürgert, dass man hier die Mitte bespielt, sozusagen so schräg hochfahren, mit der Kanone dann arbeiten und dann nach unten ballern. Jetzt hätte er schon fast den ersten Hit auf den T-37 rausbekommen, aber da war er wahrscheinlich so da noch ein bisschen überrascht, so, oh, was macht denn der da? Viel zu früh. Geh nochmal runter. So, da bekommt er jetzt da den Schweden auf. Direkt den ersten Hit rausgehauen. Der Schwede dachte sich, oh, ich habe da eine schöne Stellung. Aber so schön war es dann doch nicht, wie sie es gezeigt hat. Oh, Excelsior. Der probiert es da. Aber er ballert ihn einfach da durch den Turm durch knallhart. Kennt er nix. Na, noch nicht ganz, aber er bleibt hier am Ball und da kriegt er den nächsten raus. Zack, Excelsior. Also immer schön drauf auf den Gegner. Und da hat er es dann vollendet. Excelsior hat für ihn mal gar kein Problem dargestellt. Matilda Black Prince. Auch hier einfach kackendreist durch den Turm durchhauen. Jetzt hat er da ein bisschen Zaun im Weg. Schießt gerade so durch. Da durch noch. Ja, und der, die Matilda verzweifelt hier. Und jetzt macht er das und finished him. Finish him. Man sollte mehr Mortal Kombat Sounds in Replays abspielen, fällt mir so auf. Naja, sei es drum. Ist hier sehr fleißig. 6 zu 4 steht's da. Und jetzt genau das, was ich eigentlich zu Beginn gesagt hatte. Da spielt man jetzt hier die Mitte und schaut mal, was da so geht. T34, gar keine Chance. Wurde hier ordentlich abgefarmt. In bester Manier. Arti auch da jetzt offen. Arti kriegt es noch mit, dass er da offen ist. Hat sogar noch einmal versucht zurückzuballern. Aber da war es auch schon wieder geschehen. Und Arti heißt jetzt auch Tschüssikowski. 2173 Schaden. Die nächste Arti schießt hier auf ihn. Und er wollte eigentlich zurückballern, aber Arti kommt noch rechtzeitig weg. Glück gehabt, mein Freund. Da hat man glatt ein kleines Leck. Aber alles halb so wild, denn wir haben nicht mal einen Schaden verpasst. Jetzt sehen wir wieder einen. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Aber da hat einer geschrieben, fuckping 999. Vielleicht gab es hier in der Runde irgendwie ein größeres Problem bei den Spielern, weil das war doch ungewöhnlich lang. Keine Ahnung. KV-220. Hat er da direkt wahrgenommen. Wollte ihm auch schon da einen geben, aber der kommt da noch weg.
zwei Wände sind dann einfach eine zu viel. Aber hier, auf den kommt er gut drauf. Ohne Wand, gar kein Problem. Zack. Mathilde ignoriert ihn auch einfach. Denkt sich so, ach, was schießt der da hinten auf mich? Jetzt, ach, egal. Und jetzt fackelt er auch noch weg. Da war es um ihn geschehen. Der KV-220, der denkt sich, oi, da drüben ist mir zu viel Gegner. Da hol ich mal die Artis. Und er wiederum denkt sich, ach, der KV-220. Der soll ruhig die Artis holen. Ich hole mir den T-34-85M. Bekommt den jetzt hier auf. Und jetzt kann er Richtung KV fahren. Na, vielleicht doch nochmal auf die Arti erst. Ne, Arti ist durch. Jetzt holt er sich den KV. Die Artis pingen schon wild. Klar, sie wissen, ich will nicht sterben. Komm schon, help. Dann denkt er sich, na gut. Ich komme ja schon. So. Da ist er. Jetzt kommt er da ins Heck. Erster Sitz. Aber jetzt kommt er da schon rum. Aber die Artis sind gerade noch einigermaßen safe. Wir sehen ja, wo sie stehen. Wahrscheinlich reihen sich die jetzt schon auf, um den KV dementsprechend auch gleich zu begrüßen. Und er stellt ihn danach. So, WFH hat schon probiert, aber der Schaden war sehr homöopathisch, muss man mal sagen. WFH jetzt nicht unbedingt die beste Arti zum Entkommen. Er fährt jetzt hier in die Straße, um da zu supporten. Genau so macht er das gut. Hilft da jetzt der Arti gerade noch rechtzeitig, muss man sagen. Arti hält jetzt zeitlich rein. Ja, und jetzt hat natürlich der gar keine Schnitte mehr. So, jetzt umfährt er den. Und zack, weg ist er. Ja, feine Runde mit 8 Kills. Die hat er sich mehr als verdient, muss man sagen. Und 1855 Basis-XP. Das ist aller Ehren wert und für mich eine sehr schöne Runde, auch mal wieder mit einem Low-Tier zu zeigen, denn 3494 Schaden ist im Tier 6 nicht allzu schlecht. Ja, damit sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.